nicht sortiert, nicht darauf eingestellt, dass da plötzlich zwei Austria-Offensivkräfte Richtung St. Pöltens Strafraum starten. Klein. Holzhauser auf Tajuri. Ja, der ist immer gut für etwas Unvorhergesehenes, so wie für diesen Pass jetzt dann auch in der kommenden Woche richtig zünftig. Al-Hassan, den hat er wunderbar durchgesteckt. Friesenbichlers Doppelpack. Friesenbichler diesmal mit Köpfchen gegen eine dezimierte und in Auflösung befindliche St. Pöltener Hintermannschaft. Für die österreichische Fußballnationalmannschaft. Da steht nochmal ein langes Bein dazwischen und jetzt ist passiert. 72. Minute. Erster Punkt kommt hier ungehindert zum Abschluss und macht ihn auch perfekt rein. Hassan. Al-Hassan fängt ab. Freistoß, der kommt gut. Al-Hassan hat das natürlich längst durchschaut. Al-Hassan. Kein Prokop, Al-Hassan. Rechts kommt Lee mit. Wieder kommt der Ball. Und da ist der Ausgleich. Und jetzt trifft Al-Hassan. Sein zweiter Treffer. Dazwischen Al-Hassan. Raum für die Austria. Al-Hassan versucht's. Noch hätte Pires sogar noch aufnehmen können. Eventuell den Abwehr. Salomon vor Schobesberger. Und jetzt ist Raum für die Austria. Abstreich, Freistoß, Holzhauser trifft die Mauer. Da ist Al-Hassan und da ist Kofler. Gute Attacke von Al-Hassan. Die muss einfach kommen. Al-Hassan. Jetzt warten, dieses Spiel zu entscheiden, wie Maximilian Entrup. Ja. Sind ja die gefährlichsten, die Austria also. Jetzt wurde das entscheidend dafür. Auf Al-Hassan und dann soll er rauszuholen. Ja, wieder Fehler im Spielaufbau. Al-Hassan holt jetzt aber den Ball zumindest kurzfristig zurück. Und wieder Patrick Bent. Endlich einmal schnell kombiniert wieder von den Salzburgern. Und jetzt die Konterchance für die Austria über Thomas Salam. Mondschein hängt da für meinen Geschmack zu sehr in der Mitte drin. Müsste da. Oh, Al-Hassan ganz ballsicher und gut. Und wenn es heute tatsächlich einen Punkt gibt für die Violetten, dann wäre das eine gelungene Generalprobe für den kommenden. Brocker, bitte. Wie auf Brocker! Wunderbar. Er verlangt den Schlusspfiff. Den gibt es noch nicht. Al-Hassan verlängert, da ist Mondschein und der Mann. Al-Hassan zurück zu Markovic. Gab es immer mindestens ein Gegentor, aber das ist auch kein Wunder. Zu Hause vorbildlich, wieder. Das ist die bessere Variante von Hacikic, den Ball nicht zu. Al-Hassan, Ljubakovic hat sich aber dafür entschieden, dass es für ihn kein Vergehen war.
Holzhauser. Lee. Ja. Sieht eher aus wie ein Handballspiel. Holzhauser. Die Austria. Lassan mit viel Platz. Salomon hat hier die Zweikampfsieger gegen Rubic. Ist die Austria ganz besonders trefferfreudig. 13 Tore nach Minute 75 hat Violetta schon gemacht. Auch eines beim bis dato letzten Heimspiel gegen Salzburg. Kein Abseits von Alassan. Und den kann man auch mal aufs. Geht Pink mit, jetzt wohl die bessere Option gewesen. In der ersten Hälfte von links. Nach rechts Lackner, der diese Innenverteidigerposition ja schon gegen Rapid gespielt hat, für die Saison zuletzt davon gehalten. Ja, da spielt sich Jonathan Scherzer, er spielt mit dem Feuer, Al-Hassan profitiert davon, guter Haken, da ist Klein. Arbeitet auch Grozarek gut zurück, sorgt dafür, dass Klein nicht Flankenkarten in Deutschland genossen hat. Grozarek gegen Al-Hassan, das ist Grozarek. Ebner mischt sich da vorne wieder ein. Al-Hassan muss Defensivarbeit verrichten und es gibt die erste. Und bei Lukas Grozarek hat sich ja der Nadel mal wieder auf Verdacht. Scherzer hat leichte Probleme in der Defensive mit Al-Hassan, nicht zum ersten Mal in diesem Spiel. Scherzer lässt nicht Spieler in Aktion zu setzen, Al-Hassan raus auf Pire. Der wollte auf Riesenbichler spielen, der wiederum sollte sich jetzt auf den Weg zurück machen, steht da. Da hat er keine wirklich gute Position. Können ab 16 Uhr, wenn Sie möchten, via Sky Sport Austria HD live dabei sein. Und dann begrüßt Gerfried Bröll. Apropos Ordnung, wo ich an Ort und Stelle. Ich weiß nicht, was die Admira noch machen muss, um mehr Leute in dieses Stadion nicht erst seit dieser Saison die Runde macht. Kutin ist da. Fink Vertrag bis 2019. Sie möchten die Ziele gemeinsam erreichen. Langsam frage ich mich, welche Ziele. Aber sie gebraucht.